Straße war es allmählich leid, neben ihrer Schwester am Bachufer still zu sitzen und nichts zu tun. Denn sie hatte wohl schon ein- oder zweimal einen Blick in das Buch geworfen, in dem ihre Schwester las. Aber nirgends waren darin Bilder oder Unterhaltungen abgedruckt. Und was für einen Zweck haben schließlich Bücher, sagte sich Alice, in denen überhaupt keine Bilder und Unterhaltungen vorkommen. Sie war infolgedessen gerade am Überlegen, soweit sich das machen ließ, denn vor lauter Hitze war sie schon ganz schläfrig und dumm im Kopf, ob sich das Aufstehen wohl lohnte, wenn sie dafür Gänseblümchen pflücken und eine Kette daraus machen konnte, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorüberlief. Aufprall hatte Alice überhaupt nichts ausgemacht und sie war sogleich wieder auf den Beinen. Sie sah hinauf, aber droben war alles dunkel. Dafür führte auch von hier wieder ein gerader Gang weiter und auch das weiße Kaninchen war wieder zu sehen.
Unterhandlungen mit Sachsen-Braunschweig und Sachsen-Weimar waren ins Stocken gekommen. Aber Kurfürst Max Joseph von Bayern lenkte voller Misstrauen gegen die österreichischen Absichten auf die Seite Napoleons. Er fand es klüger. Was fand er? Fragte die Ente. Es, antwortete die Maus etwas spitz. Was es ist, wirst du ja wohl noch wissen. Wenn ich etwas finde, weiß ich ganz genau, was es ist, sagte die Ente. Nämlich im Allgemeinen ein Frosch oder ein Wurm. Aber hier ging es ja darum, was der Kurfürst von Bayern fand. Nach einer recht weitschweifigen Geschichte der Maus und dem berühmtesten Proporzwettlauf der Geschichte fand sich Alice vor einem Pilz wieder, auf dem eine Raupe saß. Alice und die Raupe sahen sich eine Zeit lang schweigend an und endlich nahm die Raupe die Wasserpfeife aus dem Mund und sprach Alice mit müder, schleppender Stimme an. »Wer bist denn du?« sagte sie. Alice war etwas ungehalten darüber, dass die Raupe so überaus kurz angebunden war, richtete sich empor und sagte in sehr ernstem Ton, »Ich finde, Sie sollten zuerst einmal sagen, wer Sie sind.«
bist froh mit deinem kleinen Sohn und hau ihn, wenn er niest. Er tut es nämlich dir zum Hohn und weil es dich verdrießt. Grob mit meinem kleinen Sohn und hau ihn, wenn er liest. Der Pfeffer schmeckt ihm nämlich schon, erzählt sich nur das freche Biest. Dieses merkwürdige Wiegenlied sang die Herzogin in der Küche, in die Alice nun geraten war, ihrem kleinen Sohn vor. Die Köchin warf mit Geschirr, worüber die Edamer-Katze, die vor dem Herd lag, laufend grinsen musste. Die Herzogin übergab Alice das Kind, da ein Lakai vorher eine Einladung zur Croquet-Partie bei der Königin überbracht hatte und sie sich beeilen musste. Das Kind verwandelte sich anschließend in ein Ferkel, deshalb ließ Alice es laufen. Unterwegs unterhielt sie sich mit der Edamer-Katze, die fortwährend auftauchte und wieder verschwand. Als Alice fast zu bunt wurde, erreichte sie das Haus des Schnapphasen, wo sie dem Hutmacher und einigen merkwürdigen Tieren begegnete, die immer Tee trinken mussten, weil es ständig 5 Uhr war.
Alice wurde von der Köchin mit einem Greif bekannt gemacht, mit dem sie dann die falsche Suppenschildkröte besuchte. Diese erzählte von ihrer Kindheit und einem eigentümlichen Tanz, der Hungerquadrille. Plötzlich ertönten Fanfaren, mit denen das weiße Kaninchen zum Prozess am königlichen Hofe lud. Alice kam mit den Schaulustigen gerade noch zurecht, als die Verhandlung eröffnet wurde. Wer war der Tortendieb? Sein Kopf wurde gefordert. Herzbube war angeklagt. Aber schon bald drehte es sich nicht nur um die Torte, sondern auch um ein Gedicht. Um Alice, kurz um alles und nichts. Auf der Schöffenbank ging es turbulent zu und die Vernehmung des Hutmachers führte zu Aufruhr im Saale. Die königliche Garde sollte Alice verhaften. Wirbelte das ganze königliche Kartenspiel hoch in die Luft.
und wehrte noch ärgerlich ein paar Spielkarten ab, die ihr ins Gesicht flogen. Da fand sie sich plötzlich wieder am Bachufer, wo sie im Gras eingeschlafen war. Sie hörte ihre Schwester sagen: »Wach auf, Alice, wie lange du geschlafen hast. Komm, es ist Zeit für den Tee.« Alice ging langsam durch die Wiesen und dachte noch einmal an ihre seltsamen Erlebnisse im Wunderland.